Dienstag, 15. September 2020. Im ersten Buch Mose, im 12. Kapitel, im Vers 4 heißt es: Abram zog aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und im Galater, im 3. Kapitel, Vers 7, nimmt der Apostel Bezug auf Abraham und sagt: Die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen, die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen, in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen, das Land ist hell und weit, hat Klaus-Peter Herzsch gedichtet. Und wir haben es früher immer oft gesungen mit dem Lied Nummer 395 in unserem Gesangbuch. Abraham zog aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und das eigentlich in einer Situation, wo das meiste gut war für den Abraham und er eigentlich auch schon alt und betagt gewesen ist. Und trotzdem hat er darauf vertraut, dass Gott ihm nochmal etwas ganz Neues anschauen lässt, wenn er sich aufmacht. Frage: Wie leicht können wir uns aufmachen, um etwas Neues in Sicht zu nehmen und umzusetzen? Alles Liebe für diesen Tag.